Mama, Papa, Papa, neue Idee. Hört euch das an, ihr müsst euch das anhören. Ihr wisst ja, ich liebe Vitamine. Vitamine, mein neuer Traumfrau. Mama, ich liebe ihn, Papa, ich liebe ihn. Oh ja, wir wissen alle, dass du sie liebst. Du liebst ihn sehr, sehr doll, den Vitamine. Ganz genau, du wolltest ihn doch mal als Freund haben. Aber er wollte nicht sowas, oder? Ja, aber dafür da, um zu ändern, wie wir heute ändern werden. Ihr einen Plan habt, ihr müsst entführen. Ui, du meinst also, wir sollen den Vitamine, den YouTuber entführen, damit du ein hübsches Paar gibst und er darf ihn nie wieder freikommen, richtig? Ui, so wirst du deinen Traummann bekommen. Gute Idee. Ja, sehr gute Idee, sehr gute. Ihr müsst heute ins Kino fahren. Ich habe seine App installiert. Ich weiß, dass er jetzt im Kino ist. Ihr müsst da hinfahren, sofort. Und dann müsst ihr ihn einpacken, am besten mit Pistole, sofort ins Auto locken und dann hierher bringen. Und wir heiraten ihr. Ja, das ist gute Idee. Okay, meine Tochter, für dich werde ich das natürlich gerne tun. Sehr, sehr gerne, damit du endlich glücklich wirst. Ja, wir werden uns beeilen. Wir sind gleich wieder da. Ja, wir sind schon unterwegs. Los. So, wir sind vorbereitet. Vitamine, du jetzt zu uns kommst. Ja, wir machen unsere Tochter stolz und glücklich. Und ja, mehr Gewicht heben. Oh Gott, ist das anstrengend. Aber meine Arme werden nicht größer, was soll das? Oh Mann. Aber erstmal, hey, ihr seid ja auch hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn du jetzt einmal hier bist, lass gerne meinen Daumen nach oben. Da würde mich super duper dolle freuen, Freunde. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Und wir sind wir heute hier mal endlich im Fitnessraum. Gott! 300 Kilo! Boah, das ist einfach viel zu schwer. Aber wir haben hier noch zwei Muskeln oder zwei Hanteln, besser gesagt, die wir hier zack bewegen. Und meine Muskeln, die wachsen langsam. Ich merke förmlich, wie alles bei mir wachsen tut. Und oh, das sind die neuesten Übungen. Krass, Alter, das macht sowas von viel Spaß. Hier sogar können wir auf Laufband gehen, wenn ihr das wollt. Naja, gut. Oh Gott, wir müssen uns beeilen hier. Also hier muss man immer echt sprinten und ich bin einfach zu schnell. Oder hier noch ein paar Klimmzüge. Oh, das tut sowas von weh, vor allem für die Bauchmuskeln. Ist das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber das soll es für heute gewesen sein. Ich meine, ich möchte kein Muskelprotz oder sowas werden. Ich will einfach nur nach Hause und genüsslich was essen. Hallo? Stehen geblieben, ganz stehen geblieben. Keine falsche Bewegung. Okay, und wer auch immer ihr seid, ich habe nichts getan. Ich schwöre euch, ihr sucht jemand anderes. Ich bin nicht der Gesuchte. Ihr müsst euch verfehlen. Ich kenne euch gar nicht. Oh, doch, du richtig bist. Du mir ganz langsam folgen tust. Genau, folge ihm ganz vorsichtig. Oder wir schießen. Ja, ich folge ihnen ja schon. Wohin denn? Oh mein Gott, ich habe doch gar nichts getan und werde jetzt hier überfallen. Wo wollen sie mich denn hinlocken zum Teufel? Alter, Freunde, was passiert hier bitte? Keine Ahnung, wo die mich hinlocken. Ich brauche eure Hilfe. Bitte lasst jetzt alle einen Daumen nach oben da. Oh Mann. Einsteigen. Okay, ist ja gut. Ich bin ja schon eingestiegen. Ja, Plan Nummer 1 geklappt. Schnell nach Hause. So, vorsichtig aussteigen. Oh, ich hab sowas von Angst, Freunde. Oh Mann. Ab in den Fahrstuhl. Oh, ja. Oh mein Gott, wir fahren eine Etage hoch, Freunde. Und jetzt herzlich willkommen in der neuen Familie. Wow, warte mal. Neue Familie? Von was redet ihr hier? Ja, wir sind jetzt deine neuen Eltern. Nee, so geht das nicht, die haben mich einfach entführt. Alter, was ist denn mit denen los? Und jetzt darf ich hier einfach wieder normal rumrennen? Ich renn einfach ra- Alter, zugeschlossen. Ey, nein. Sicherheitsglas, so leicht kommst du nicht raus, ja. Oh Mann. Wer ist das denn dort? Oh, hallo, Vitamine, hallo, ich bin eine Zusauerin. Haben meine Eltern dich entführt? Ja, meine Eltern gut gemacht. Kindchen, das haben wir nur für dich gemacht. Jetzt hast du endlich deinen Traumprinzen hier. Ja. Wie bitte? Das wurde alles von dir inszeniert und ich bin jetzt von dir gefangen worden?
Ja, ja, gute Idee von mir. Und wir auch extra neues Glas eingebaut, das du nicht abhauen kannst. Und Schloss auch zu, ja, ja. Oh nein, ich bin gefangen bei der Zuschauer. Ich muss hier irgendwie abhauen. Ich muss hier irgendwie abhauen. Komm, hier muss es doch irgendwie Balkon geben oder so. Freunde, es muss doch irgendwie eine Sicherheitslücke geben. Komm, komm, komm. Es muss doch irgendwas geben. Hallo, kann ich hier irgendwie raus? Ich kann hier nirgendwo raus. Oh mein Gott, Alter. Abhauen ist sinnlos. Du bist jetzt immer meins. Oh Mann, das kann nicht sein, Freunde. Ich muss irgendwie nach unten. Vielleicht komme ich von unten raus oder so. Los, 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 los. Nein, es ist alles abgesperrt. Alter, passe ich hier durch? Freunde, hallo, Hilfe! Ist hier jemand draußen? Hilfe! Oh Mann, ich komme hier nicht mehr raus. Ja, das ist gewollt, du nicht mehr rauskommst heute. Nein, nein, du für immer jetzt hier bist. Oh Mann, ich muss irgendwie abhauen. Alter, ich kann doch nicht jetzt mein Leben lang hier bei der Zuschauerin bleiben. Sie hat es tatsächlich geschafft, mich einzusperren. Aber warum tut sie das immer nur? Mann. Okay. Ey, Freunde, wir müssen jetzt erstmal irgendwas machen. Wir können auch mal uns umgucken. Ich meine, was anderes können wir wirklich nicht tun. Ach, Mann, was willst du die ganze Zeit hier? Ich muss gucken, was du machst. Ich muss gucken. Aber gut, dann bleibe ich hier. Ich bleibe hier. Ja, okay, Zuschauer, ihr habt mich schon eingesperrt. Dann lasst mich auch wenigstens in Ruhe. Mann, okay. Ich gehe wenigstens in die zweite Etage und gucke mir das mal ein bisschen hier um. Das ist jetzt einfach mein neues Zuhause. Okay, was haben wir hier so? Einfach Betten, also nichts weiter. Was haben wir hier noch? Oha, ein Riesenbett. Hier ist Geld. Oh, warte mal, hier ist Geld. Hey, was machst du da? Was machst du da? Warte mal. Hey, oh Mann, jetzt ist die Mutter hier. Oh Gott, ich habe gar nichts gemacht. Es tut mir leid, ich werde mich ein bisschen umgucken. Okay, ist hier noch jetzt irgendwas weiter? Nee, hier ist absolut... Warte mal, kannst du mich nicht mal kurz in Ruhe lassen hier? Ich will mir ein bisschen, wenn ihr mich schon gefangen habt, ein bisschen umgucken hier. Okay, dann lass ich dich in Ruhe. Tut mir leid. Oh Mann, was eine verrückte Familie. Ich wurde einfach entführt von der Zuschauerin-Familie. Ach, Mann, jetzt geht das schon los, dass die Zuschauerin, also die Familie sogar mitspielt. Gut, Freunde, was zum... Hier ist der Vater. Hallo, Vater, schön, dass ihr da... Ich sag hier überhaupt nichts mehr. Komm, wir gehen jetzt einfach mal nach unten. Ich weiß nicht, was der jetzt hier oben will. So, was haben wir noch eigentlich hier unten alles gehabt? Hier, Zuschauerin, Mutter, Zuschauerin. Ach, wir haben hier sogar einen riesigen Pool in der Bude. Also, das Haus ist echt wirklich schön, muss ich sagen. Hallo, ich muss gucken, was du machst. Oh Mann, ich bin hier in einer Psychofamilie. Oh Mann, nein, das kann doch nicht sein. Es ist wirklich komplett verrückt hier. Oh Gott, was soll ich nur tun? Es ist doch wirklich nicht normal. Ich bin hier eingesperrt. Oh Mann. Okay, kann ich wenigstens in Ruhe duschen gehen? Ja, geh in Ruhe duschen. Oh Mann, wenigstens darf ich in Ruhe duschen gehen. Das ist ja wirklich verrückt. Ja. Hä? Warte mal, hey, was macht ihr denn hier? Ja, wir wollten nur gucken. Nicht, dass du irgendwas Verbotenes machst. Das kann ja auch sein. Ja. Alter, die haben alle drei einen an der Waffel. Oh Mann. Freunde, ich rege mich viel zu sehr auf, aber warum sollte ich mich nicht aufregen? Denn ich bin hier eingesperrt zum Teufel. Irgendwas muss ich tun, um hier freizukommen. Ich meine, ich habe keine weiteren Chancen. Ach, irgendwas muss es hier geben. Selbst die Fenster sind abgeklebt und sowas. Mich kann nicht mal jemand von draußen sehen und geschweige hören. Irgendwas ist hier komplett schief. Aber nun gut, ich gehe dann erstmal schlafen. Alter, was war das denn? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Oh Gott. Ja, das ist gut. Was ist denn das? Ja. Warte mal, stopp, wer macht denn hier immer die ganze Zeit das Licht an und aus? Du bist es, Zuschauerin. Oh Mann, jetzt ist die sogar hier und macht die ganze Zeit das Licht an und aus. Ich kann nicht mal mehr alleine in Ruhe schlafen gehen, Freunde. Irgendwas läuft hier verdammt nochmal schief. Alter, ich möchte hier einfach bitte nur noch raus zuschauen, okay? Nein, so leicht nicht. Nein. Oh Mann. Vielleicht könnt ihr mir ja in den Kommentaren helfen, wie wir hier ausbrechen können. Aber Freunde, wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr solch coolen Videos sehen wollt, mit mir und der Familie oder irgendwelche anderen geilen Brookhaven-Videos, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht kostenlos zu abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin, tschüss. Ja, tschüss.